präsentieren wir Ihnen die Kunst der Puppenspielerei in zwei vollkommen unterschiedlich voneinander Kategorien. Die Kategorie A und die Kategorie B. Die Kategorie A ist ernste oder auch vernünftige Puppenspielerei, die des gewaltigen Weltmarktes Appetit für aller Art Kichern und Kitzeln zu erfüllen sucht. Und die Kategorie B, ganz im Gegensatz dazu, ist unvernünftige oder lächerliche Puppenspielerei, welche sich auf Attackstrategien gegen die gegenwärtige Weltordnung spezialisiert. In meiner Kapazität als Reklameagent der B-Kategorie der Puppenspielerei will ich jetzt einige Anliegen dieser Kategorie demonstrieren. Und dieser Vortrag heißt: Die lächerliche Puppenspielerei im Angesicht des gewaltigen Weltmarktes und seiner Götter. Da sind nur die Füße davon zu sehen. Käufer und Verkäufer sind das Angesicht der zivilisierten Gewöhnlichkeit. Das Angesicht der zivilisierten Gewöhnlichkeit. Das Zivilisierte ist das viel zu viele, das dauernd mehr will. Und dieses Meer ist das Meer, in dem die Menschen schwimmen und auch ertrinken. Darum ist die lächerliche Puppenspielerei eine Notwendigkeit, die sich mit dem Ertrinken beschäftigt. Und die Puppen sind die unerlässlichen Fragezeichen, welche den gewaltigen Weltmarkt auf den Kopf hauen. Und die Kopfhauer tun das mit Pappmaché-Waffen und anderen solchen Sachen, die zwar ganz schön sind, aber die Polizei ist viel schöner. Und Gott sei Dank gibt es auch die Polizeilosigkeit. Oder wie in diesem Saal. Was ist die zivilisierte Gewöhnlichkeit? Einerseits dreht sie uns den Wasserhahn auf, der uns das tägliche Wasserelixier schenkt. Oder auch, sie geht sogar den Mann auf dem Mond besuchen. Andererseits arbeitet sie ganz fleißig an unserer Liquidierung, und zwar vollkommen legal und logisch. Liquidierung, legal und logisch. Indem sie uns selber als ganz präzise Liquidierungsinstrumente benutzt. Und obwohl das unverschämt ist, ist es dennoch möglich, denn im Namen der lieben Lebensverbesserung ist alles Mögliche möglich. Das Leben kann sein, wie es will, aber es muss unbedingt verbessert werden. Und so lebt die zivilisierte Gewöhnlichkeit im Zustand der permanenten Lebensverbesserung.
wie sie schöner überhaupt nicht sein könnte. All unsere Sehnsüchte und Lebenslüste sind im gewaltigen Weltmarkt enthalten und warten nur darauf, von uns eingekauft zu werden und unsere Freuden und Glückseligkeiten sind die Resultate dieser schönen Einkäufe. Die Götter, die über diese Glückseligkeit walten und die wohnen im gewaltigen Weltmarkthimmel, der auch von der Luftschifffahrt vorteilhaft benutzt wird, wie man hier sieht. Und diese Götter sind mindestens so alt wie die alten Griechen und kommen wie die griechischen Götter den menschlichen Untaten zu Hilfe, indem sie die Fädenzieher der Untaten sind, entweder mit goldenen Äxten oder irgendwas anderes. Und indem sie die Fädenzieher sind, natürlich müssen die Götter der wissenschaftlichen Moderne dementsprechend auch wissenschaftlich korrekt Fäden ziehen und Unfälle machen und so weiter. Und das wird so gemacht. Wissenschaftlich korrekter Computer. Solche, die Kirchen brauchen. Und so haben die uneingestandenen Kirchen und Altäre, die einfach so wie Wolken oder Haufen aussehen, längst alle anderen Kirchen und Altäre überrumpelt und unsere neue wissenschaftlich korrekte Frömmigkeit hat die altmodische Frömmigkeit längst meilenweit hinter sich zurückgelassen. Und wir, die unschuldigen Lämmer dieser Frömmigkeit, werden entsprechend Fabriken des gewaltigen Weltmarktes getrieben, wo wir entweder in Braten verwandelt werden oder nicht. In jedem Falle müssen wir wählen, denn das Wählen beweist, dass wir uns unsere Suppe selber einbrocken, oder wie man auf Englisch sagt, you make your bed and then you lie in it. Maßgeschneiderten Lebenslauf unbrauchbar machen, damit, darum ist das, sich mit dem Ertrinken und Schlachten der Menschen beschäftigte Puppentheater im Grunde ein Drachentheater, das dauernd immer größere Drachen baut. Die gegen die Tatsachen ankämpfen. Die Tatsachen leben auf den Straßen und in den Städten, sogar in Luzern, der zivilisierten Gewöhnlichkeit. Und sie existieren oft ganz verkleidet und können in ihren Verstecken kaum als solche erkannt werden. Und die
sein, sondern lieber noch Albträume einer grausigen Zukunft. Und die lächerliche Puppenspielerei schärft ihre Drachenzähne und beißt zu, meist ohne Erfolg, denn Albträume sind nicht beißbar. Diese unmögliche Situation ist eine nicht enden wollende, die dauernd frische Angriffsstrategien benötigt und muss dennoch einfach weitermachen, als wenn das Leben davon abhänge, obwohl doch das Leben ganz was anderes ist, das wissen alle, und mindestens genauso lächerlich wie die lächerliche Puppenspielerei. Und wie sie kippt es immer zu um, steht wieder auf, wird von all seinen Scharmützeln bekleckert, dreckig, muss ich dauernd den Dreck abwaschen, und aus dem Grunde singen wir jetzt das Ta-Ta-Ta-Lied der Puppenspielerei. Okay. Ja! Thank you.